liebe Wiegefreunde, wir sind hier am Rumwursteln und bereiten die nächste Tour vor. Michael wurstelt im Haus und an den anderen Autos und ich wurstel im Peppino. Räume aus und räume ein und räume aus und räume ein und mache sauber, wie das dann immer so ist. Und es sammelt sich auch immer ein bisschen viel an und jetzt habe ich mal ein bisschen ausgemistet für den Sommer, anders eingepackt. Ja, und ich will euch mal was zeigen. Und zwar war ich das letzte Mal am F60 und hatte dort Manu und Michael kennengelernt und haben da einen sehr, sehr netten Abend zusammen verbracht. Und natürlich, wie das da unter Vanlifern ist, die hatten auch das gleiche Modell wie wir gehabt, unterhält man sich, was jeder so hat. Und ja, und ich fand das ganz toll, die Idee. Die haben mir dann erzählt von diesen Spanngurten, die so wie Hosenträger sind. Und kann man halt auch verschiedene einstellen, also verschiedene Längen einstellen, sind also flexibel nutzbar. Und die zwei machen das hinten an die Bettlaken ran, von unten, damit die schön gespannt sind und straff sind. Und das regt mich ja schon ewig auf, dass unsere Bettlaken immer manchmal so runterhängen und so krumpelig sind. Und das sieht einfach unordentlich aus, das sieht nicht schön aus, aber ich habe mich immer noch geweigert, die originalen Bettlaken zu kaufen, die dann auch für diese Malibu-Matratzen hergestellt werden. Die kosten 100 Euro, ein Paar. 100 Euro für die Bettlaken. Und da habe ich gedacht, nee. Also das ist mir einfach wirklich zu teuer. Aber geärgert hat mich dieses Runterhängen und das Unordentliche schon. Und ja, das will ich jetzt mal ausprobieren und werde euch das mal zeigen. Hallo, ich bin wieder da. Gestern Abend Großaktion, ja, als ich die Bettlaken beziehen wollte mit den Spanngurten, habe ich gesehen, dass es schon wieder total verschmutzt alles unten ist. Und da habe ich gestern Abend echt wirklich hier alles abgebaut, alle Lattenroste raus, alles sauber gemacht, ausgesaugt, ausgewischt. Und letztendlich sind wir gar nicht mehr dazu gekommen, die Gurte anzumachen. Aber heute Morgen gleich wieder ran an die Arbeit. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich zeige es euch gleich nochmal von weiter hinten. Ich will es euch nochmal zeigen. Also die Seite hier, die linke Seite, Michaels Seite praktisch, die ist einfacher. Ja, das war also easy. Da kann man das wirklich gut bespannen. Einwandfrei. So, und auf der Seite hier geht es nicht ganz so gut, weil der Ausschnitt hier etwas runder ist und ausgeprägter. Aber ich habe es ganz gut gelöst. Also, und jetzt ist es auch hier nicht mehr, dass es so runterhängt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und das sieht doch schon viel ordentlicher aus als vorher. Ich finde es gut. Ich verlinke euch die Teile von Amazon unter dem Video. Könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr wollt. Euch das mal anschauen, wenn ihr Interesse habt. Ja, also ich finde es eine gute Idee. Vielen Dank an Manu und Michael für den guten Tipp. Und jetzt geht's weiter ans Aufräumen, Ausmisten, sauber machen und so weiter.
Ja, hi, liebe Videofreunde. Es ist ein bisschen laut hier gerade. Gut, was los? Ein paar Wohnmobile gekommen und hier wird auch gearbeitet. Aber ich wollte euch mal ganz schnell den Stellplatz hier in Oberhof zeigen am Biathlon Center. Ja, gestern Abend bin ich ja noch runtergelaufen zum Biathlon Center. War sehr schönes Wetter, aber es ist sehr kalt hier oben. Und ja, hab mir das mal angeguckt. Also schön jetzt mal auch hier gewesen zu sein und das mal gesehen zu haben. Wäre natürlich super, wenn man das mal wirklich live erleben könnte. Da müssen wir mal Recherche machen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, wir haben also Zwischenstopp gemacht nach Hessen. Heute geht's weiter. Heute treffen wir uns dann mit Hardy und Frieda. Und jetzt zeige ich euch mal schnell den Platz. So, also hier ist der Müllplatz. Der ist verschlossen und da haltet ihr das Kärtchen vor. Und dann einfach klack, dann könnt ihr aufmachen, reingehen und euren Müll entsorgen. Hier ist Abwasser und Frischwasserversorgung. Upsala. Und der gute Mann baut einen Grill. Hier kommt dann auch ein Grill her, wo ihr abends grillen könnt. Sehr, sehr netter Mensch. Hat mir gerade erklärt, wie das hier so abläuft. Also im Winter leider nicht. Wenn Veranstaltungen sind, geht nicht. Kann man nicht hierher. Hier stehen die Wachsautos und ja, die Umkleidekabinen für die Sportler und alles. Und da ist hier Halligalli angesagt, VIP-Zelte, kein Platz für Wohnmobile. Sehr, sehr schade. Es wäre natürlich mega, hier zu stehen und zu gucken. Also die Info haben wir auch gleich gekriegt. Aber ansonsten echt ein schöner Platz, groß, recht eben, da oben muss man ein bisschen ausgleichen. Da hinten, die haben das ein bisschen auf Keile gestellt. Aber wir haben eigentlich ohne gestanden. Für die eine Nacht war okay. Schöne Aussicht. Alles gut. 11 Euro plus, mit zwei Personen haben wir bezahlt 15 Euro. Mit der Karte, also 20. Und man kriegt 5 Euro wieder zurück für die Karte. Also ist okay. Wunderbar. Kann man empfehlen. Liebe Videofreunde, ich wollte euch mal zeigen, wie ich hier in Bad Nauheim gestanden habe. Da gibt es einen privaten Stellplatz, der ist auch sehr gut, wenn man recht nah an der Stadt ist. Man hat es nicht weit, aber es ist schon twiggy, hier einzuparken. Weil hier gegenüberliegend, gestern standen alles voller Autos. Und hier auf der linken Seite gestern standen auch alles voller Autos. Also das war schon gestern eine Herausforderung. Ja, wir waren ja jetzt letzte Woche in Hessen gewesen und Michael wollte unbedingt seinen Vatertag in Hessen in seinem Heimatdorf feiern. Naja, und dann sind wir auf dem Hinweg dann nochmal über Oberhof gefahren und dann hat sich Michael auch nochmal diese Bobbahn angeguckt und dann haben wir uns auch das Biathlon Center angeguckt
und haben ja oberhalb vom Biathlon Center auf dem Stellplatz gestanden. Am nächsten Tag ging es weiter nach Hanau und dort haben wir Frieda und Hardy besucht. Die zwei haben wir letztes Jahr auf unserer Rückreise von der Polarlichttour in Norwegen besucht, sind aus Deutschland, leben aber in Norwegen und sind jetzt also in ihrer Heimat praktisch zu Besuch beziehungsweise auf Urlaub. Und die haben auch hier ein Mobilheim, also die leben in einem Mobilheim hier in Deutschland. Das haben wir uns dann gleich noch mit angeschaut und fanden das ganz toll, hat uns sehr gut gefallen. Aber die zwei leben in einem Mobilheimpark und da darf man nicht filmen, also das können wir euch nicht zeigen. War aber sehr, sehr schön, ansprechend auch alles gestaltet, hat uns gut gefallen. Und dann haben wir den Abend noch zusammen verbracht und sind dann ein Stückchen weitergefahren in Hauna auf den Stellplatz und dort haben wir dann den Abend zusammen verbracht. Ja, das war total lustig gewesen und schön und wir haben uns auch sehr gefreut, also die beiden wiederzusehen. Und dann ging es weiter, dass Michael ist nach Mockstadt gefahren zu seinem Heimatdorf und hat dort schön Vatertag gefeiert, ordentlich gefeiert. Ja, und ich habe mich mit meiner Freundin getroffen in Bad Nauheim, wo wir ja gelebt haben. Da war ich 2 Tage und dann habe ich noch eine andere Freundin besucht jetzt und es war auch total schön, sie wiederzusehen und es waren schöne Tage bis jetzt gewesen. Ja, und jetzt bin ich halt heute hier auf dem Rückweg Richtung Thüringen und habe halt den Platz hier gefunden vorhin und genieße das natürlich jetzt, die Natur hier, herrlich. Und morgen werde ich dann weiterfahren, wo genau hin, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall treffen wir uns dann mit Michael am Mittwochnachmittag in Thüringen irgendwo. Da kommt er dann hin und dann kann er eine Zwischenstation machen, einen Abend und muss ich die 700 Kilometer durchfahren. Und dann fahren wir gemeinsam wieder nach Hause und dort werden wir nur umpacken und ein bisschen was so gemacht werden muss, noch Garten etc. Und dann fahren wir weiter in den Urlaub. Wir hatten ja eigentlich Elsass geplant, aber das wissen wir jetzt noch nicht genau, ob wir das machen können. Da gibt es verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist halt eben, wenn es warm wird, wenn Hitze kommt, also dort hält es halt überhaupt nicht mehr gut aus, wenn es warm ist und von daher müssen wir Rücksicht nehmen und als Option haben wir uns Dänemark ausgesucht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir entscheiden es dann letztendlich spontan. So, jetzt mache ich mich rein und werde den Abend noch ein bisschen genießen, beziehungsweise gehe erstmal mit Huni jetzt eine Runde Gassi und dann werde ich heute den Abend ruhig ausklingen lassen. Also, bis bald. Macht's gut. Tschüssi. We'll be right back.
Hallo, liebe Videofreunde. Ja, mein letztes Update war ja gewesen in der Rhön, an dem Wanderparkplatz. Und ja, das war eine wunderschöne Ecke dort gewesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt die ganze Region Rhön ist traumhaft. Also auch die Tour, die war wunderschön gewesen. Ich bin ja über Landstraße gefahren. War manchmal ein bisschen eng, auch heute wieder und gestern, also waren teilweise Straßen, die waren schon ganz schön twiggy, aber es ging, also man muss halt langsam fahren und dann geht alles. Und ich bin dann halt weitergefahren an dem Tag und zwar nach Oberschönau und da gab es ein Forsthaus, das war bei Google aufgeführt als Stellplatz am Rennsteig. Und das sah so ganz gut aus und da bin ich einfach mal hingefahren. Ich hatte dort schon telefoniert 2 Tage vorher und der gute Mann sagte mir, dass frei ist. Und dann bin ich einfach auf gut Glück. Ich habe also nicht nochmal vorher angerufen, sondern bin dann einfach hingefahren. Und das war auch wirklich, wirklich schön. Also ganz idyllisch in der Natur und der Stellplatz. Den die dort anbieten, der ist auch mit einem Blick, ich glaube, das heißt auf die 12 Apostel und hat man einen traumhaften Blick. Ich allerdings habe mich nicht dorthin gestellt. Ich habe auf dem Grundstück vorne gestanden, weil ich am Fernsehempfang haben wollte. Dort hinten gab es keinen und ja, ich wollte Bauer sucht Frau gucken. Und deswegen habe ich mich auf das Grundstück weiter vorne gestellt, durfte ich auch, hat er mir erlaubt und habe dort also auch einen sehr schönen Tag verbracht. Allerdings war dort absolut kein Internetempfang, also ganz, ganz schlecht. Man musste also rausgehen aus dem Wohnmobil und dann, um zu telefonieren, auch im Wohnmobil hatte ich auch keinen Telefonempfang und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir immer nichts, weil das hätte ich schon ganz gerne, wenn mal irgendwas ist. Und drum bin ich dann am nächsten Tag weitergefahren. Eigentlich wollte ich noch einen Tag bleiben, aber weil halt der Empfang so schlecht war, bin ich dann gefahren und muss auch ehrlicherweise sagen, ich war dann ganz froh, dass ich gefahren bin, weil ja, das war nicht so ganz günstig. Also ich habe für diese eine Nacht ohne alles, ohne Strom, ohne Fähr- und Entsorgung, allerdings, man kann dort zur Toilette gehen. Also das gibt es, die Möglichkeit. Ja, man hat auch Wasser. Also Wasser darf man sich auch nehmen, also mit der Kanne. Und von daher, das ist schon in Ordnung. Aber 20 Euro für eine Nacht. Und ja, das fand ich jetzt doch ordentlich. Allerdings muss man auch sagen,
Es ist ein wunderschöner Platz. Es ist ein sehr schöner Ausblick und das, ja, lässt sich der gute Mann halt eben bezahlen. War sehr freundlich gewesen, aber ich fand es halt schon ganz schön, ja, ganz schön teuer, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann bin ich von diesem Forsthaus, hatte ich eigentlich vor, zum anderen Stellplatz zu fahren und habe da auch nochmal angerufen, aber da war leider keiner zu erreichen. Die sind halt tagsüber, glaube ich, arbeiten und der wäre sehr schön. Ich habe mir den auch von draußen mal angeguckt, weil ich vorbeigefahren bin. Ich habe gehofft, vielleicht ist jemand da, war aber keiner da. Hab keinen erreicht und da laufen Hühner rum und Gänse und ja, die haben aber auch einen großen Hund, einen Rottweiler und ja, war halt keiner da und dann bin ich halt weitergefahren nach Krawinkel gestern und war dann dort auf dem Flugplatz, auf dem Stellplatz. Und das war auch wunderschön, also eine super Aussicht, also hat man ja auf diesen Flugplätzen immer, weil ja weite Sicht ist, ne? Und es war ganz toll, es hat mir gut gefallen. Wetter hat gestern zwar überhaupt nicht mitgespielt, also es hat den ganzen Nachmittag geregnet, aber ich habe halt ein bisschen was am Computer gemacht, habe mal so ein bisschen Routenanimation gelernt, wie das geht und so, dass ich das euch auch mal zeigen kann, wo ich lang fahre. Und habe mich da gestern also den ganzen Tag über beschäftigt damit. Und ja, also der Platz dort, der kostete 5 Euro, aber es kam keiner zum Kassieren. Also ich habe jetzt gar nichts bezahlt. Und angeblich wird es da auch Strom geben. Ich habe das gesehen, das ist an so einer Halle an der Wand. Da steht man dann aber allerdings nicht so schön, wenn man dann den Strom da nutzen würde wollen. Dort vor Ort habe ich keinen Strom gefunden. Es gab da so einen Stecker, der da in so einer Grube lag. Den habe ich probiert, der ging aber nicht. Und von daher ja, stand ich da also autark, war auch okay. Und war also auch sehr schön, auch für einen Hund total cool, der konnte da gleich raus und laufen und also hat mir gut gefallen. Ja, und da bin ich dann heute wieder weggefahren und bin jetzt hier in, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ist egal, ich blende euch das ein, ist ein kleiner Ort und zwar in der Nähe von Erfurt. Den Stellplatz habe ich gefunden, auch bei Park for Night. Und da wurde halt geschrieben, das wären so sehr nette Besitzer und der Platz wäre sehr schön. Und das stimmt auch. Also der Platz ist wirklich sehr schön. Ich bin hier vorhin angekommen. Ich hatte da versucht anzurufen, habe aber auch wieder keinen erreicht. Und ja, bin dann hier angekommen und war aber kein Wohnmobil da. Ich habe mich dann hier hingestellt, weil alles leer war. Und habe mir auch Strom genommen, weil ich gedacht habe, naja, irgendwann werden die Leute wahrscheinlich von der Arbeit nach Hause kommen. Und dann wird das hoffentlich in Ordnung sein. Und dann ging erst der Strom und dann war der Strom weg. So, und irgendwann klopfte es hier an die Tür und dann war der Besitzer da. Der kam wohl gerade erst nach Hause von der Tour. Ja, und da wurde ich so ein bisschen zurechtgewiesen. Ich habe mich dann erstmal nicht wirklich willkommen gefühlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir haben dann die Missverständnisse aufgeklärt. Ich habe gesagt, ich habe auf den Anrufbeantworter gesprochen und habe mich jetzt erstmal hier hingestellt und hätte jetzt mal einen Moment gewartet. Und weil er hat mich ein bisschen gerügt, dass ich nicht in den blauen Kasten geguckt habe. Ich sage, ich bin gerade erst angekommen, ich bin noch nicht lange hier. Ich habe nur jetzt mir was zu essen gemacht, Frühstück gemacht. Und weil ich noch nichts gegessen hatte und wollte erstmal frühstücken und dann wäre ich sowieso mit dem Hund gelaufen und dann hätte ich mir den blauen Kasten angeguckt und da hätte dann gestanden, wie man sich zu verhalten hat, halt, wenn die nicht da sind. Und ja, und dann haben wir das aber geklärt gehabt, war dann alles ganz freundlich und nett und wir konnten alles aufklären, von daher alles gut. Ja, also auch wieder ein sehr schöner Platz, war kurz ein bisschen im Dorf gewesen, habe mir mal hier die Kirche angeguckt, schade, dass man nicht reingehen kann, die ist sehr interessant. Und auch in der Umgebung hier ist sehr schön. Es ist ruhig. Man hört so ein kleines bisschen die Autobahn, aber das ist nicht doll. Und ansonsten sehr idyllisch und schön. Und ich freue mich, dass ich hier bin, weil das, glaube ich, ist auch mal wieder ein schöner Platz. Wenn ich nach Hessen fahre, kann ich hier Zwischenstation machen. Erfurt ist genau cool, weil es ist so fast die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ja, wunderbar. Also da werde ich mit Sicherheit den Platz nochmal in Anspruch nehmen, weil passt so von der Entfernung und ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, jetzt kommt heute Abend Michael hierher. Der ist jetzt fertig mit Arbeiten in Hessen und kommt heute hierher gefahren. Und dann bleiben wir die Nacht jetzt hier.
und essen heute Abend noch schön was zusammen und dann fahren wir morgen nach Hause für 2 Tage, machen dort Ordnung, Garten, Friedhof, Wäsche waschen, Wohnmobil umpacken und dann geht's am Wochenende weiter. Und wahrscheinlich wird es tatsächlich Dänemark. Das hatten wir uns ja schon länger mal vorgenommen. Ich habe schon seit ein paar Jahren einen Reiseführer und wir haben den noch nie genutzt. Und jetzt wollen wir mal nach Dänemark fahren. Ja, und dann werden wir einen schönen Urlaub machen und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Danke, dass ihr dabei wart und ja, ihr findet uns auch auf Instagram. Ich mache jetzt auch etwas mehr Instagram, weil YouTube für uns nicht so lukrativ ist und mir Instagram auch sehr viel Spaß macht. Ich fotografiere gerne und ihr könnt uns da auch finden. Ich verlinke euch das unten mal, unseren Instagram-Kanal, könnt ihr gerne mal draufschauen. Ja, also in diesem Sinne, bis bald, wir sehen uns wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi!